So, und da fehlen uns jetzt hiervon noch, wie viel? 3 Stück. Ja, die kriegen wir doch auch locker weg. Komm, hau ab. Ich muss auch sagen, der Leerwanderer, der macht echt ziemlich viel Schaden. Habe ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung, dass er so gut da zurechtkommt. Und ich bin ja echt mal gespannt, wann für uns das erste Mal der Tod eintritt. Wobei ich denke, in diesem Let's Play relativ spät, da wir ja sowieso vom Level her mit den Quests immer ein bisschen hinterherhinken werden, da ich euch ja alle Quests und auch alle Gebiete mit Quests zeigen möchte. Wobei später wird es auf jeden Fall so sein, dass wir auch in Gebiete kommen, wo nicht ganz so viel für uns zu tun ist. Das sind dann die ganzen Hordengebiete, ich glaube, der Silberwald und so, da gab es nicht wirklich viel für uns. Müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir ja erstmal wieder raus und zu unserem Questgeber. Ich glaube, Silberwald war was. Brachland müsste auch ein Gebiet sein, wo es nicht so viel für die Allianz zu tun gab. 1000 Nadeln war auch was, wo wir nicht so viel zu tun haben. Halt die ganzen Hordlergebiete. In Kalimdor ist das, glaube ich. Kalimdor ist, glaube ich, so dieses Hordenland schlechthin. Ja, wir sind soweit fertig. Es mag zwar finster aussehen, aber wir werden mit eurer Hilfe gewinnen. Sie werden die Zwerge nicht unterdrückt halten können. Ja, einmal Quest beenden. Was haben wir da? Habt ihr die Stacheln herausgerissen? Schade, dass diese halb gestalten. Was? Ach so, schade, dass diese halb gestalteten Dinger zu brüchig und krumm sind, als dass wir sie als Waffen benutzen könnten. Aber nur dank euch haben wir überhaupt die Chance, sie herauszuziehen, bevor sie sich verhärten. Deshalb werde ich mich nicht beschweren. Ah, okay, der gibt uns auch wieder eine neue Quest. Gorkrash, der Ogre, der über diese primitiven Narren wachen soll, heißt Gorkrash. Er ist groß genug, um selbst diese Schläger herumzukommandieren. Und obendrein ist er gerissen. Setzt niemals voraus, dass ein Ogre dumm ist, denn dann erwischt er euch. Wenn ihr ihn beseitigt, dann werden wir dem Schattenhammer schon zeigen, dass Loch Modan kein Sprungbrett für sie ist. Stellt euch Gorkrash entgegen und treibt diese Narren zurück ins Hochland. Aha, Gorkrash. Na gut, machen wir Gorkrash auch noch eben schnell platt, wenn wir gerade schon hier um die Ecke sind. Und dann geben wir mal den Rest ab. Ich denke, dann sollte aber auch bald mal gut sein mit Quests hier. Wir sind ja jetzt doch auch schon wieder etwas länger hier in Loch Modan unterwegs. Wobei, das ist ja noch gar nichts. Später, wenn wir dann zur Eiskrone kommen und was weiß ich alles in Wrath of the Lich King, da werden wir richtig noch was vor uns haben. Weil das Gebiet wirklich elendig lang ist. Und weil wir halt auch länger für die einzelnen Mobs brauchen. Was ist das eigentlich hier für ein Tier? Eine Ratte. Haben wir schon eine Ratte? Ich weiß es gar nicht. Hier, mach mal den bitte. Junge, wenn ich dir sage, greif den an, dann hast du den anzugreifen. Verstehst du mich? So, ich guck mal eben, ob wir eine Ratte haben. Berghase, Huhn, Kaninchen. Kleiner Bling. Stimmt, den kleinen Bling wollte ich euch auch noch zeigen. Das ist eine Maus. Eine Ratte haben wir schon. Den kleinen Bling, den habe ich letztens versehentlich mit dem Paladin bekommen, oder? Ich weiß gar nicht, was habe ich noch gespielt? Paladin, was war das andere? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich weiß es jetzt auch gar nicht. Den kleinen... Ne, Moment. Ach, Quatsch. Hier, nicht... So. Da ist der kleine Bling. Den haben wir bekommen. Habe ich durch eine Quest bekommen. Und zwar eine blaue Quest. Ich weiß nicht, ob das eine tägliche war oder einfach nur eine Belohnungsquest. Den haben wir da geschenkt gekriegt. Ist ganz cool. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht wirklich was ich einsetzen würde. Vielleicht später mal. So, und jetzt müssen wir, so wie es aussieht, erstmal hier in der Höhle alles kaputt machen. Was war das denn jetzt für eine Rauchwolke? Das war ja auch mal interessant. So, wo ist er denn? Können wir Karte aufmachen und das dann sehen? Nein, können wir wieder nicht. Ignorieren.
Nochmal eine Ratte, noch eine Ratte. Die Ratten brauchen wir alle nicht. Sind wir denn hier überhaupt richtig? Ich wüsste echt gerne, ob wir hier richtig sind. Wobei laut, ja doch, da hinten steht er, man sieht es oben rechts auf dem Radar. Da haben wir schon den Totenkopf, der uns ja anzeigt, was wir töten müssen oder wo wir hin müssen, um den zu töten. Und ich muss ein bisschen mehr darauf achten, wie lange ich schon aufnehme. Weil zwischendurch haben wir ja auch schon mal einen 19-Minuten-Part wieder gehabt. Aber gut, das ist noch einmal 19 Minuten, ist okay. Da kann ich noch mit... Oh, der ist aber groß. Da kann ich noch mit leben. Gorkrasch, Jünger von Korgal. Ja, damit ist er auch erledigt. Brauchen wir irgendwie einen Ablebensbeweis? Nö, anscheinend nicht. Weil oftmals ist es ja so, dass man noch irgendwie einen Kopf oder sowas mitbringen soll. Aber hier anscheinend gerade nicht. So, jetzt müssen wir nur wieder raus hier. Mistigen Oger. Aber ich finde die Oger immer recht geil. Vor allen Dingen, wenn die dann so anfangen zu schreien. Habe ich damals schon geliebt. So. Aber was ist das denn? Haben wir den gar nicht geplündert? Tatsächlich, den haben wir gar nicht geplündert. Wie bin ich denn drauf? Das können wir uns doch noch gar nicht leisten. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch so, wo ich das gerade mit dem Plündern erwähne. Mittlerweile werden sich, glaube ich, auch die Goldvorräte, die man angesammelt hat, zwischen den Charakteren aufgeteilt. Das heißt, wenn ich jetzt mich umloggen würde auf den Paladin oder auf den anderen Charakter, wo ich nicht mehr weiß, was es ist, wird man sehen, dass alle Charaktere dasselbe Gold haben. Also die teilen sich das Gold. Einerseits finde ich es ganz cool, andererseits ist aber auch wieder doof, weil wenn man dann mit einem Charakter irgendwie was im Auktionshaus kauft, ist das auch für den anderen Charakter halt weg, das Geld. Da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber naja. So, geben wir hier erstmal Gorkrasch ab. Ihr habt es geschafft, auch wenn wir den Kult nicht komplett aufgehalten haben, so haben wir ihnen doch gezeigt, dass wir keine leichte Beute sind und haben ihnen eine Beule verpasst, um das zu beweisen. Nehmt dies als Dank und versucht nicht zu erröten, wenn jemand an Telsamar euch Held nennt. In Telsamar euch Held nennt. Oh cool, wir haben wieder Level Up und was haben wir noch? Oh, und wir sind respektvoll geworden bei Eisenschmiede. Und haben, glaube ich, auch wieder neue Dungeons freigeschalten. So, was haben wir hier? Andors Ruf. Ihr habt hier großartige Arbeit geleistet. Als ihr fort wart, hat dieser junge Bursche Andor nach euch gesucht. Sagte was von einem Metallvogel. Vielleicht solltet ihr zu den Ufern des Loch zurückkehren und nachsehen, was er wollte. Okay, ich gucke mal kurz hier in den Dungeon Browser rein. Oh, wir haben Gnome Regan freigeschaltet. Auch eine coole Instanz. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück. Moment, wir sind jetzt Level 24. Das bis 26. Ja, müssen wir auf jeden Fall uns gleich für anmelden, für Burg Schattenfang. Weil sonst kriegen wir da Probleme mit dem Level. Aber es ging ja doch relativ schnell mit dem Aufleveln. Was hast du denn? Oh, bist du schon wieder abgestürzt oder ist das dieselbe Maschine? Ich weiß es jetzt gar nicht. Es funktioniert. Mein Vater hat es geschafft. Die Winde von Loch Modan. Vater hat den Himmelsschreiter fertiggestellt. Er ist großartig. Wenn wir erst einmal die Kinderkrankheiten ausgemerzt haben, werde ich ihn benutzen, um über die Gerechtigkeit zu für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Genau wie ihr. Ich weiß, ihr müsst weiterziehen und anderen Menschen helfen. Schließlich seid ihr ein Held und so. Aber wie wäre es mit einem Probeflug? Ich will den Himmelsschreiter geradezu seinem Jungfernflug hinausbringen. Was? Ich will den Himmelsschreiter gerade zu seinem Jungfernflug hinausbringen und es wäre mir eine Ehre, wenn ihr euch mir anschließen würdet. Ich setze euch bei der Station Algas
Algas ab. Was meint ihr? Aha, okay. Dann reiten wir einfach mal mit. Gucken mal, wo er uns hinbringt. Wo ist denn die Station Al... Ach du heiliger Scheiß, was macht der denn da? Oh, cool. Hat schon was irgendwie. Ja, da unten ist das Sumpfland, wo wir später auch noch hinkommen werden. Du fliegst uns jetzt... Nein, ey, du flieg mich bitte nicht in Sumpfland. Ich wollte schon sagen, mach mich nicht fertig. In Sumpfland wollen wir noch nicht. Wo ist denn Algas? Muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Achso, da ganz oben, wo wir sowieso noch Quests abgeben müssen. Ja, das ist ja ganz praktisch. Dankeschön, mein Freund. Gut, dann quatschen wir hier Sturmlanze an. Aktuelle Quest. Machen wir die erstmal. Vom Regen in die Traufe. Gut, gut. Jetzt ist mir klar, was in der Mine vor sich geht. Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, was das überhaupt war. Okay. Ach, du heilige Scheiße. Er hat ja noch mehr. Der Wind, die Winde von Loch Modan. Was zum Henker war das? Ein fliegender Mechano-Schreiter? Wisst ihr was? Ich will es gar nicht wissen. Ich tue einfach so, als wäre das nicht passiert und wir unterhalten uns nett wie Geschäftsleute. Okay, was haben wir denn hier? Wer hat hier das Sagen? Doril... Was? Dorli hat mir von diesem verrückten Trock-Sklaven... Was hat mir von diesen verrückten Trocks-Sklavenvorhaben erzählt, das bei den Kobolden im Gange ist. Wenn ihr hierher noch bisher noch nicht mit ihr gesprochen habt, schlage ich vor, dass ihr das noch nachholt. Ich möchte dieser Sache auf den Grund gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wer immer hier die Fäden zieht, sitzt garantiert ganz unten in der Mine und gibt von dort die Befehle. Ich will, dass er zur Strecke gebracht wird. Findet den gerissenen Schlauberger, der die Geomanten und Gräber dirigiert und bringt mir seinen Kopf. Okay. Schmutzige Pfoten. Die Silberbachmine im Osten hat sich schon vor langer Zeit erschöpft. Sie wurde vom Bund der Bergarbeiter in ein Lagerhaus umgewandelt. Aber jetzt sind dort Kobolde eingezogen und befingern mit ihren schmutzigen Pfoten gute Zwergenwerkzeuge. Wir werden dieses Ungeziefer noch früh genug ausmerzen, aber der Bund wünscht, dass jemand ihre Gerätschaften aus der Mine schafft, bevor wir Krieger da reinstürmen und was kaputt machen. Das wird ein harter Abstieg. Ihr solltet vielleicht Unterstützung mitnehmen. Die Ausstattung wird in Kisten des Bergarbeiterbundes für die Mine verteilt, aufbewahrt. Viel Glück. Wieder ein komischer Satz, aber lag auch wahrscheinlich daran, dass ich wieder wie ein Stümper vorgelesen habe. Aber gut, was soll's. Ein fieser Plan. Ihr habt herausgefunden, was diese Ratten im Schilde führen. Der Grund, warum so viele von ihnen draußen herumlaufen, ist, dass die Trocks dazu gebracht... Was? Ist, dass sie Trocks dazu gebracht haben, für sie in der Mine zu schürfen. Die Geomanten der Tunnelratten haben irgendein... Taschenspielertrick ersonnen, mit dem sie die Trocks kontrollieren können. Irgendwas mit Kreaturen der Erde oder so ähnlich. Faszinierend, aber wir könnten ihnen das nicht durchgehen lassen. Beseitigt diese Geomanten so schnell wie möglich. Man sieht sich. Aha. Gut, jetzt haben wir wieder einiges an Quests dazu bekommen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo haben wir denn noch Quests zum Abgeben? Ach du Heiliger. Drei Quests an einer Stelle. Okay, das ist, finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Drei Quests an einer Stelle. Und jedes Mal, wenn wir fliegen, ist unser blöder Leerwandler weg. Das kann ich so nicht dulden. So, komm her und bleib auch hier, du alter Hammelsack.